Hallo lieber Rasenfix, herzlich willkommen heute bei Radio Kochlöffel. Hier auf dem Gelände vom Rasenfreak wird es heute was richtig Cooles geben. Wir werden nämlich zwei kleine Mädchen, vier sehr, sehr interessante Spielzeugrasenmäher testen. Und ihr seid heute dabei. Viel Spaß! Yeah! Vier Spielzeugrasenmäher, das sind die vier beliebtesten Spielzeugrasenmäher bei Amazon. Und die haben wir mal gekauft, weil wir natürlich den Rasenfreaks-Nachwuchs, fördern wollen. Wenn eure Puppies hier alle immer ständig mähen, dann wollen die Kinder vielleicht auch mähen. Und meine Kinder sind auch mal mit so einem kleinen Spielzeugrasenmäher hinterhergelaufen. Deswegen dachten wir so hier so, ne, so als so, vielleicht so, ne, so als Weihnachtsgeschenk. Ist das zwar eine ganz coole Idee. Ja, jetzt packen wir die mal aus, der Reihe nach. Schauen mal, wie viel Aufwand die Auspackerei bedeutet, wie viel Müll wir erzeugen beim Auspacken. Und dann kommt schon der erste Test. Ich bin echt gespannt. Lieber Ransix, wir haben jetzt die Rasenmäher in der Reihenfolge der Preise mal aufgebaut. Also vom günstigsten Rasenmäher bis zum teuersten Rasenmäher. Das sind schon gewaltige Unterschiede. Der günstigste Rasenmäher, um es mal gleich vorwegzunehmen, der kostet ungefähr 12 Euro. Der teuerste Rasenmäher kostet 52 Euro. 52 Euro, dafür kriegen wir ja schon einen echten Rasenmäher. Also ein wahnsinniger Preisunterschied. 12 Euro, 16 Euro, ich glaube, was war das jetzt hier? 18 Euro, also normal. So, der kleinste Rasenmäher kostet 12 Euro, dann 18 Euro. Dann 26 Euro und 52 Euro. Das ist doch eine ziemlich breite Spreizung hier für solche Spielzeugrasenmäher. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es also solche Unterschiede gibt von den Preisen. Der günstigste Rasenmäher kommt jetzt hier in so einer Plastikverpackung. Die ist jetzt zugeschweißt. Okay. Also, tatatata, aufreißen. Und raus. So. Plastikmüll für die gelbe Tonne. Gummiband, hier ist der Griff. Cool. Das Gummiband müssen wir jetzt hier mal abfummeln. Sehr schön. Zack. Oh, 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 der gehört. Er knattert schon. So, die werden jetzt hier reingesteckt. Ein bisschen Druck reingesteckt. Gut, fest. So, hier haben wir den Griff. Also, ich würde als Kind gleich erstmal. Oh, ja, den Griff. Oh, grausam. Höhenverstellung. Dann haben wir hier oben jetzt auch einen Griff. Da kann man jetzt nicht dran ziehen. Den Knopf kann man auch nicht drücken. Das ist nur Attrappe. Das ist also alles fest. Also, der kleine Bosch Rasenmäher aus Deutschland. Yeah! Cool. So. Der zweite Rasenmäher ist ein völlig anderes Teil. Und zwar, ihr lest es schon, natürlich auf Englisch geschrieben, ne, für die Deutschen. Super Bubble Mower. Das heißt, ein super, was ist das? Seifenblasenmäher. Ein Seifenblasenmäher. Der scheint Seifenblasen zu produzieren. Da steht also drauf: Super fun and easy to use. Also macht unheimlich viel Spaß und ist ganz einfach zu benutzen. Ab drei Jahre plus, wahrscheinlich wegen der Seifenblasen, wegen der Seifenlauge, die darf man nicht trinken. Kreative Kraft. Na, was kriegen wir? Made in China, doch. Made in China. Der ist schon mal Made in China, aber hat auch ein CE-Zeichen und er braucht Batterien. Bin mal gespannt. Gut. So, wir finden eine Bedienungsanleitung. Sehr gut. Cool. Ein Rad. Nein, der Griff. Der Rasenfreak ist ein Technikfreak. Schon zusammengebaut. Hoffentlich war es richtig. Ich habe nicht auf die Bedienungsanleitung geguckt.
Das Chassis. Nein. Die ganzen Räder hier, die kommen hier rauf. Klack. Der rattert auch. Vier Räder. Schnellmontage. Ja, vorne rattert er nicht. Gut, ganz leicht zu montieren. So, jetzt kommt hier. Zack. Nein. Schön bunt, also farblich super cool. Orange, ne, lieber Radweg, orange ist schon mal mega. Dann so ein herrliches Grün. Das Blau passt immer zu Orange, die Komplementärfarbe. Wunderbar, habe ich alles richtig gemacht. Und das Bubble Liquid. Die Seifenblasenflüssigkeit. Was für eine Schweinerei. Das machen wir jetzt hier nicht im Haus. Cool, das war's. So, lieber Rasenfix, es geht weiter mit dem nächsten Rasenmäher. Da ist er. Sehr aufwendig verpackt. Überall so Dinger hier dran. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich da angreifen soll. Also hier ist jetzt, hier sind schon mal, wir machen wir mal hier ab, so Kabelbinder. Mit einer Schere kann man die tatsächlich trennen. Okay. Noch ein kleiner Kabelbinder. Und wir haben hier einen Benzinkanister. Yeah! Obwohl wir ja nur noch mit Akku mähen. So, kommst du raus jetzt hier? Wir könnten ihn hier öffnen. Ach so, hier haben wir noch mal hier. Es ist jetzt geklaut. Die Abenteuer der Rückseite. Die Abenteuer der Rückseite. Also ihr seht hier, wie das Ding aussieht, was man hier alles Unglaubliches machen kann. Also tanken und irgendwas einstellen und verstellen. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das Gerät wird hergestellt. Made in China. Wer hätte es gedacht? Made in China. Aber ein Recycling-Symbol drauf, finde ich schon mal gut. CE-Symbol drauf. Wunderbar und geeignet, stand irgendwo ab anderthalb Jahren. Hier ab anderthalb Jahren. Der Mäher. So, versuchen weiter hier in irgendeiner Form diese Verpackung zu öffnen. Ganz viel Tesafilm. Oh, hier. Oh, jetzt. Oh, hier eine kleine Abdeckung. Cool. Kügelchen. Das da unten zu öffnen, war schon mal Quatsch. Also hier sind unter den Rädern so Kabelbinder, die man mit einer Schere trennen muss. Und jetzt ist er irgendwie noch nicht ganz. Ah. Jetzt haben wir ihn auseinander. Jetzt haben wir ihn auseinander. Sehr gut. So, hier ist der Griff. Und die Dinge müssen wir noch abkriegen. Okay, also irgendwelche Kabelbinder hier, die man jetzt nicht wirklich gut rauskriegt. Doch, der. Der ist jetzt hier auch noch irgendwie drin. Rein kann man aber rausziehen. Okay. Nur gucken, dass er nicht da reinfällt. Der ist nämlich jetzt schon drin hier. Ganz toll. Da ist nämlich jetzt die andere Seite schon drin. Da ging er gerade noch. Cool. Auch schick. Auch schick. Freaks. Da rein. Huch, huch. Nein, nein. Seht ihr das? Da poppt hier immer so ein kleiner Deckel hoch. Oh, der Tank hat gestürzt. Cool. Nein. Ausprobieren. Yeah! Die Verpackung ist grausam. Die Verpackung ist der Horror. Jetzt muss man das hier irgendwie auch nochmal trennen, um dann irgendwie da ranzukommen. Weil da nämlich auch noch irgendwelche. Guck mal hier so. Hier findet man jetzt, bevor man, nachdem man alles zusammengebaut hat, findet man jetzt die Bedienungsanleitung zum Schluss. Ich meine, ich liebe ja Kabelbinder, aber
Rufen muss ja auch nicht sein. So, fertig. Okay, also das ist ein Schlüssel. Warte, da ist ein A. Siehst du, da ist eine Nut. Und hier ist auch so eine kleine Rippe. Und die muss da rein. So. Aha. Cool. Wow. Auch nicht schlecht. Jetzt kommt der letzte, der Bolide. Die Luxusversion eines Spielzeugrasenmähers. Der ist tatsächlich jetzt erst zugelassen ab, von 2 bis 5 Jahre. Also alle irgendwie so ab spätestens 1,5, 2 Jahren sind die Rasenmäher verwendbar. Was sehr cool ist, hier steht nämlich Try Me, also versuch mal. Wenn man hier nämlich dran zieht. Der absolute Hammer. Also das geht schon gut ab. So, jetzt packen wir den mal aus. Der ist natürlich auch mit einem blauen Punkt, grünen Punkt, ne? Blauen Punkt, grünen Punkt. Hier die Bauanleitung auf der Rückseite, das finde ich mal richtig gut. Gleich hier alles auf der Rückseite drauf, wie man das Ding zusammenbauen muss. Mega. Und Made in China. Natürlich, Made in China. Ah ja, gut, so ist es halt. Oh nee, okay. Trenn. Ich trenne mal wieder ganz viele Klebestreifen. Ups. Okay, wenn das mal richtig war. Uah. Kommst du da jetzt raus? Hey! Cool. Schick hier unten mit Gras. Ein Foto, wo Gras drauf ist. Sehr cool gemacht. Das ist schon mal sehr cool gemacht. Meine, das sieht echt aus. Echt. So, auch jetzt hier mit Kabelbinder, die Schere, mit Messer rumfummeln. Oh, das sind die Kabelbinder. Oh. Und da ist er frei. Und da ist der Griff. Ach so, der war wohl schon frei. Ja, der war frei. Die Kabelbinder halten hier nur den Griff, den Bügel. So, hier ist jetzt nochmal eine Beschreibung drauf. Flip Switch on Bottom for Play Mode. Das scheint jetzt richtig kompliziert zu sein. Aber der sieht natürlich sehr viel stark aus. Das werde ich werten. Ich will das überhaupt nicht werten. Aber es sieht natürlich sehr realistisch aus. Das ist jetzt richtig. Ja. Klack. All-Wheel-Drive, also ein Allradmäher. Zack da rein, das ist überall ziemlich ähnlich. Ganz rein, verrastet. Cool. Rattert aber nicht. Aber schick. So. Ja, neugierig. Also das war schon mal richtig cool hier. Nochmal. Ja, ob sich ein Rasenmäher so anhört. Darüber können wir jetzt streiten. Sehr, sehr, sehr detailverliebt. Das Gerät. Oh, hier ist noch ein Schalter. Try me. Play. Da ist so ein Schalter, den ich mal einfach umgelegt. Flip Switch on Bottom for Play Mode. Aha, also das heißt hier, dass man auf der Rückseite einen Schalter verstellen soll für den Spielmode. Verpackung. Oh, das ist auch schön gemacht. Das ist hier sehr schönes Detail. Da ist jetzt der Klebestreifen einmal hier umgelegt, damit man ihn ganz super abziehen kann. Und das ist wirklich hochwertig. Wahnsinn. Das ist echt cool. Stop.
Nein! Dreht sich was? Boah! Der mäht richtig! Da dreht richtig ein Messer! Oh, cool, Freaks! So, das war's ja dem Auspacken! Yeah! Bevor jetzt die Mädchen natürlich jetzt diese Rasenmäher testen, müssen wir als Erwachsene natürlich uns auch ein Urteil erlauben und auch sagen, welchen Rasenmäher wir am besten finden. Also welchen Rasenmäher findet der Rasenfreak am besten? Ich teste jetzt mal alle vier Rasenmäher durch und gebe so meinen Senf dazu und hinterher schauen wir mal, was die Mädchen sagen. Fangen wir mit dem günstigsten Rasenmäher an. Okay, so Design, nicht schlecht, relativ realistisch. Knackgeräusch, Mähgeräusch. Achso, wenn man ihn hochnimmt, ist ja interessant. Wenn man ihn hochnimmt, rattert er nicht. Also klar, dann mähe ich auch nicht. Wenn ich absetze, mähe ich. Okay. Ja, vom Geräusch her, weiß ich nicht, also nicht optimal. Aber auch nicht so fies. Also okay fürs menschliche Ohr. Dann hier der Griff hier. Ist ganz lustig. Und das war es auch schon. Ist relativ solide. Ja, hält ein bisschen was auf, würde ich sagen. Anfassen ist auch nicht schlecht. Schade, dass dieser Griff hier oben nicht noch einfach mit einem kleinen Scharnier ist, gebaut ist, dass man den nicht ranziehen kann. Und dass der Knopf auch keine Funktion hat, das finde ich sehr schade. Hätten wir noch weglassen können. Dann Nummer 2. Was sofort auffällt, ist extrem, extrem wabbliger Griff. Also da brauche ich nur so ganz leicht so ran zu drücken und schon verbiegt dieser Griff. Also das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich billigstes vom billigsten. Aber Farbgebung, super schick. Also von der Farbgebung sofort mein Favorit. Schön bunt, schön knallig. Glaube ich, würde den Kindern echt gefallen. Aber sonst eben sehr plastikmäßig. Auch die Räder haben sehr viel Spiel, was natürlich auch ganz lustig aussieht, wenn die so ein bisschen hin und her sich bewegen. Und vom Geräusch her finde ich schlecht. Also ein richtig schönes, fieses Mähgeräusch. Diese Bubble-Funktion, glaube ich, benutzt man ein einziges Mal. Dann kippt das Zeug aus, ist weg, versaut das ganze Teil. Ja, ist ganz witzig. Da sollte man es einfach ohne Bubble-Zeug laufen lassen. Mal gucken, wie es nachher wirkt. Wir finden das ja die Kinder auch sehr cool. Okay. Also, das ist nicht meins. Dieses Hochspringen dieses Deckels mit diesen Kugeln drauf. Hat für mich nichts mit Rasenmähen zu tun. Er hat auch kein richtiges Mähgeräusch. Völlig daneben. Völlig daneben. Geht gar nicht. Was total super ist, er ist sehr robust konstruiert. Vom Gefühl her verschraubt, hat unten auch einen Deckel. Finde ich toll. Also, dass er auch ungeschlossen ist. Macht das ganze Chassis sehr robust. Also der scheint mir sehr solide zu sein. Da kann man sogar, glaube ich, auftreten. Dann hat er witzige Features hier. Ne? Zündung oder hier Gas geben. Das ist cool. Ne? Das macht Spaß. Da kann man dann rumdrehen. Dann natürlich mit dem, das finde ich super, mit dem Benzinkanister kann man hier eintanken, genau wie Papi das macht. Wahnsinn. Anreißen. Ich würde aber hier Geräusche machen. Und nicht dieses Poppen, das würde ich irgendwie ausstellen. Schade, also wenn das Poppen nicht wäre, der wirklich auch knarren würde, wäre das für mich absoluter Favorit. Sehr cool. So, aber dieses Pop, 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 Pop. So. Ja, der Husqvarna sieht natürlich sehr, sehr echt aus. Also wirklich mega echt. Hier mit dieser Seitenklappe. Ich habe schon gefragt, ob man die irgendwie abmachen kann. Da würde ich als Kind noch dran rumfummeln. Aber dafür ist es anscheinend nicht gemacht. Sehr, sehr schick, sehr realistisch. Gummibereifung. Also
Das finde ich der absolute Wahnsinn. Also ein richtiges Gummi auf diese Felge gezogen. Ja, auch eine Metallachse. Scheint mir auch relativ solide zu sein. Und dann natürlich jetzt hier diese Technologie. So cool. Nee, ich richte Gefühl. Aber ganz schön laut. Dieses Nachlaufen ist auch cool. Also sehr, sehr realistisch. Sehr schöner Griff. Ich finde, ganz toller Griff. Runder Griff, geschlossener Griff. Also nicht hohl. Kann man richtig toll anfassen, glaube ich. Ich bin echt gespannt. Welchen würde ich kaufen? Boah, schwer. Welchen würde ich mein Kind kaufen? Richtig schwer. Also den würde ich nicht kaufen. Den finde ich schon gut. Weil er eben so gut zu bespielen ist. Der wäre mir einfach zu teuer. Obwohl, na, für Weihnachten natürlich, ne? Das Highlight des Abends. Das Highlight des Abends. Ja, wahrscheinlich würde ich mit dem anfangen tatsächlich. Obwohl ich ihn nicht so schön finde. Oh, ist das schwer. Alle vier! Yeah, das ist die Lösung, Freaks! Ich habe hier auch so viel Rasenmäher in der Garage. Jetzt habe ich's. Yeah, das ist doch logisch. Alle, man kauft alle. Fertig. Dann kann man jeden Tag einen anderen nehmen. Super Idee. Sehr gut, Rasenfreak. So, jetzt kommen die Mädchen dran. Viel Spaß. So, lieber Rasenfreaks, ich werde das jetzt hier live kommentieren, wie zwei kleine süße Mädchen sich den Rasenmäher nähern. Wow. Da stehen sie, die Boliden der Spielzeugindustrie. Von wegen, sie mähen auf der Südkante. Die Südkante interessiert überhaupt nicht. Es wird das ganze Grundstück gleich gemäht. Unglaublich. Drück mal rauf. Soll ich mal drauf drücken? Du kannst damit fahren. Gut, ich mach ihn mal an, ne? Guck, jetzt pass mal auf. Ich finde, der ist schon für sie zu klein. Schick. Und da ist sie raus, die Flüssigkeit. Also die Blasenflüssigkeit hält sich, wenn es hochkommt, 30 Sekunden. Cool. Aber es macht den Kindern Spaß. Ich auch mal. Nein. Das sieht zumindest toll aus. Ja, genau. Guck mal den, der ist doch gar nicht in dem Weg. Selbst der super teure Husqvarna wird jetzt hier hart getestet. Oh, wie süß. Der passt ja perfekt von der Größe für sie. Der Fall ist ganz klar. Die Luxusvariante hat völlig versagt. Und die Billigvariante hat genauso versagt. Ich bin fassungslos. Aber das ist hier was für echte Männer. Oi. Jetzt habt ihr die ja alle ganz toll ausprobiert, die Rasenmäher. Und jetzt müsst ihr mir noch mal sagen, welches ist der beste? Welchen würdest du jetzt nehmen? Mit wem würdest du gerne weiterspielen? Mit dem. Super. Und welchen findest du gut? Auch den? Oder einen anderen? Ja, auch den. Ja, supi. Sehr cool. Ich habe jetzt hier von den Mädchen diesen Rasenmäher zum Spielen bekommen, weil die anderen, die sind schon vergeben. Den schicken Husqvarna-Mäher hat der Papi bekommen. Und die beiden Mädchen streiten sich um den Popmäher. Da kann man mal sehen. Auch dieser schöne bunte Mäher, wo ist er? Der ist auch nicht so toll. Das war mit den Seifenblasen war das ganz cool. Einmal kurz, aber das war es auch schon.
Und diesen Mäher kann man wirklich toll bespielen. Und selbst das Popgeräusch scheinen die Mädels klasse zu finden. Echt interessant. Das ist Wahnsinn. Das Ding ist der Hammer. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben ein offizielles amtliches Endergebnis. Der Poprasenmäher, den der Rasenfreak furchtbar fand, ist der absolute Favorit. Hättet ihr das gedacht? Bestimmt, natürlich. Aber ich nicht. Cool. Yeah!